Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen, meine Herren. Auf der ursprünglichen Tagesordnung dieser Plenarsitzung war die erste Lesung dieses Errichtungsgesetzes noch ohne Beratung vorgesehen. Dann hat der Geschäftsführer der SPD offenbar festgestellt, dass ja ansonsten gar kein eigener Antrag vorliegt, den man unter dem Tagesordnungspunkt Prioritäten hätte aufrufen können. Den Antrag zu neuen Ufern und die Attraktivität der Freiwilligen Feuerwehr erhöhen, hatte sich ja fix, wie er nun mal ist, der Koalitionspartner bereits gegriffen. Immerhin haben 9 und zeitweise auch 11 Fraktionsmitglieder der CDU diese Priorität so weit oben auf der Hitliste ihrer bisherigen Prioritäten in den letzten Monaten angesiedelt, dass sie im Saal geblieben sind. Wir reden, Herr Oberg, wenn wir ehrlich sind, zunächst mal aus Verlegenheit über diesen Gesetzentwurf, denn wir werden im nächsten Wissenschaftsausschuss am Mittwoch ausführlich eine Anhörung dazu machen, die beteiligten Personen und Institutionen hören, und die werden sicherlich auch einige kritische Anmerkungen dazu haben, denn die bisher zur Anhörung nicht eingeladene Helmholtz-Gemeinschaft hat ja mit ihrer Bitte, ihr ebenfalls die Teilnahme zu ermöglichen, bereits deutlich gemacht, dass es da noch einigen Gesprächsbedarf gibt. Und mehr wäre dazu hier heute eigentlich gar nicht zu sagen. Wenn sich der Kollege Graf vorhin in der Runde zur Regierungserklärung nicht doch versucht hätte, sich die Einrichtung dieses Instituts als CDU-Erfolg ans Revers zu heften. Werter Herr Graf, es ist schon gesagt worden, es war der damalige Senator Zöllner, der in der letzten Legislaturperiode gemeinsam mit der ehemaligen Bildungs- und Forschungsministerin Schawan die Idee zu dieser Form der Kooperation einer universitären und außeruniversitären Einrichtung hatte, mit der, und das hat es ja so kompliziert gemacht, das unselige Kooperationsverbot, das die direkte Finanzierung von Hochschulen durch den Bund unmöglich macht und für das die Große Koalition aus SPD und CDU im Bund 2006 verantwortlich war, umschifft werden sollte, um eine zusätzliche Finanzierungsquelle für die Berliner Hochschulmedizin zu erschließen. Und es war Ihr ehemaliger Spitzenkandidat, der sich im Wahlkampf 2011, wie dem Tagesspiegel vom 23. August des Jahres zu entnehmen war, ablehnend zu dieser Initiative geäußert hatte. Eine Kooperation, wörtliches Zitat, oder ein Verbund der Charité mit dem MDC seien allenfalls langfristig möglich. Da saßen Sie noch ganz zufrieden in der Opposition. Da hat Senator Zöllner das längst eingestielt. Sie hatten zwar danach in Ihrem Wahlprogramm wieder mal großspurig behauptet, Sie hätten im Kern ein langfristiges Finanzierungskonzept erstellt, das die Charité wieder handlungsfähig macht. Aber dieses Finanzierungskonzept ist dann für den Rest der Zeit sowas wie eine aber auch ganz geheime Chefsache geblieben. Ihnen schwebte irgendeine ominöse Stiftung vor, in die Sie die Charité unter Beteiligung des Bundes umwandeln wollten. Die Herren Henkel und Heilmann haben das damals in einem Pressegespräch am 22. August vorgestellt. Das Konzept hat nicht mal die Pressemeldungen am Tag danach überdauert. Kein Mensch hat niemals mehr davon gehört. Klartext, Sie haben mit der Gründung dieses Instituts weder wissenschafts- noch forschungspolitisch irgendetwas zu tun gehabt. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, denn das schlägt sich ja auch nieder in dem Gesetz selber. Sie errichten das Institut in § 1 in Form einer rechtsfähigen Körperschaft als eine außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtung des Landes Berlin. Eigentlich müsste nach Ihrem unseligen Beschluss, Wissenschaft und Forschung in unterschiedlichen Ressorts unterzubringen, dann ja die Senatsverwaltung für Wirtschaft und Forschung nach ihrer internen Geschäftsverteilung zuständig sein. Sie geben die Einrichtung aber unter Punkt 6 in die Verantwortung der Wissenschaftsverwaltung. Ich finde das vollkommen konsequent. Angesichts der Konturlosigkeit christdemokratischer Forschungspolitik in diesem Senat, aber erläuterungsbedürftig wäre das dann sicher auch für die Öffentlichkeit schon, denn deutlicher kann die koalitionsinterne Klatsche doch gar nicht sein, wenn es um den Anteil Ihrer Senatorin an der Forschungspolitik in dieser Stadt geht. Vielen Dank.